Du bist von einem Balkon gefallen, actually. Genau. Actually. Vor 2-3 Jahren. Was ist eine Hausbesetzungsparty im alten Kinderspital. Also Zeugenaussage noch, bin ich dort an das Geländer gegangen, habe mich so anlehnen. An einem Balkon? Genau. Balkongeländer. Balkongeländer habe ich hinten anlehnen, also einem Banner, der dort aufgehängt war. Also weißt du, so ein Tuch oder so. Ja. Und dann ist das aber gerissen und dann bin ich gerade so hinten abgegangen. Ja. Wie viel Stockwerk? 2, 3. 12 Meter sind es. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, schön hier. Gell? Ja, gehen wir. Wir sind viel zu früh schon wach und gehen auf Basel. Wir rollen auf Basel zu jemandem, der auch im Rollstuhl sitzt. Jetzt habe ich den blöden Spruch gebracht. Dürfte ich bei ihm so einen Spruch bringen? Das ist ein dummer Spruch, oder? Ein verschissener Spruch. Ich glaube, wenn man den kennt, kann man es gut einordnen, oder? Aber jetzt einfach irgendwie so bei jemandem Fremden würde ich nicht gerade so voll in your face reingehen am Anfang. Ich habe jetzt mal auf Facebook gefragt, was sind die Fettnäpfchen, die euch passiert sind, im Zusammenhang eben mit jemandem, der geht, also nicht mehr laufen kann. Was haben sie gemeint? Gelähmt ist. Jemand hat zum Beispiel mal einen Kollegen, der im Rollstuhl sitzt, mit einem Smart abgeholt. Schwierig. Sehr gut, mit diesem Auto da ist es nicht viel besser. Jemand hat mal im Ausgang eine gefragt, die im Rollstuhl gesessen ist. Und er sagt selber auch schon ziemlich betrunken. Du bist auch betrunken, kannst du überhaupt noch heimfahren? Ja gut, aber das ist eine gute Frage. Ja, aber der Hitz ist einer, der gerne trinkt. Das heisst, bei ihm werden wir das sicher herausfinden. Also, das ist die Challenge mit dem Tag. Das ist ja. Ein Zwiebel. Bist du so dunkelorange gewesen? Ja. Dann sind wir gleich noch gegangen. Orange ist noch nicht rot. Und natürlich nimmt es mich Wunder, als junger Mann, der ja vermutlich ein Libido hat, der langt für 5 ältere Männer, wie das ist bei ihm im Sexleben. Ich weiss auch von ihm, eben dadurch, dass ich ihn so ein bisschen kenne, schon von vorher, er war auch schon Gast bei Joyce, dass er doch noch ab und zu mal eine Freundin hat. Und doch mal noch ab und zu, weißt, im Ausgang ist und so ein bisschen flirty. Er ist, so, ja. Er ist schon ein bisschen flirty, du wirst ihn auch sehen, er ist dann flirty. Mit dir? Ja, also ich glaube schon. Vielleicht habe ich das falsch verstanden. Wieso meinst du jetzt? Wieso meinst du mit dir? Hast du das Gefühl, er könnte auch mit dir flirty sein? Ja, wenn du sagst, du wirst es schon noch sehen. Okay, das ist nicht erwartet. Ja, das stimmt, ich weiß es auch nicht so genau. Aber ein bisschen weiss ich. Kennst du die Momente, wo das Leben plötzlich Sinn gibt und alles, was du willst, findest du tief in dir in sich? Alles war einfach genauso wie die Sicht, dass die Welt unendlich und trotzdem so klein ist. Der Nebel auf dem See löst sich langsam in Luft aufs Herz, in der Brust und das wär's pure Luxus. Im Moment, wo sich die Welt in ihrer Größe zeigt und weisst, dass sie manchmal zu simplen Lösungen neigt. Gefühle werden wissen und dann zur Möglichkeit, dass man ein Stück vom Glück schon in seiner Nähe dreht. Der Moment, wo du hörst und du weisst nicht warum, doch genießest die Gefühle, weil es braucht gar keinen Grund. Das Einzige, wo du weisst... Bist du ready? Ich bin ready. Ist doch ready. Also ich sage hellgel und rosa da. Hellgel und rosa, weil er immer hellgel und rosa und so irgendwelche Pastelltöne. Was willst du? Blau. Blau? Ja. Wie will sie? Achtung! Wir haben beide recht gehabt. Blau pinkert was? Hey, hallo. Sehr gut, also guten Morgen. Hallo. Hallo. Ja. Haben wir dich gefickt? Nein, oder? Du bist nein. Schon wach. Schön. Ja. Wir sind bei dir in der Wohnung in Basel. Ich war schon mal da, privat. Halb privat. Aber wir begleiten dich heute den ganzen Tag. Das heisst, was machen wir jetzt mit dir? Ihr begleitet mich jetzt erst in Physiotherapie. Und nachher gehen wir arbeiten. Also ins Radio X Studio. Das heisst, du hast einen straffen Zeitplan. Donnerstag ist recht anständig. Und dann kommen wir noch mal zu dir? Wenn ihr wollt, ja. Wir müssen jetzt am 8:45 los. Bist du schon bereit? Sehe ich so aus? Ich weiß es nicht. Bist du... Nein, ich bin euch bereit. Also, also gut, dann ziehe ich jetzt um und ich komme nicht schauen. Ich warte. Du hast ja Glück, brav. Nein. Ist gut. Time for change, time to wise up. New game, take aim. Time's up, we keep grinding and
keep shining. My mind's on point, I'm like a diamond. Follow me like my name was Simon. I'm where the drama das is. So ein Bike, wo mit den Händen und mit dem Akku gesteuert wird. Genau. Ja. Technologie ist eigentlich so wie bei einem Flyer, wenn du angehst, unterstützt. Ja. Jetzt hast du es abgeschlossen. Ja. Gibt es so verdammte hohe Scheiße Assis, die das klauen? Ich würde es klauen, glaube nicht, weil es weiss kein Mensch, was es ist. Aber es gibt auch viele Leute, die es halt so kaputt machen. Wirklich? Einfach, ja. Ja, leider schon. Was für Assis das es gibt, die ihm das einfach kaputt machen. Aber wenn sich die Hitze nicht aufregt, dann reg ich mich sicher auch nicht auf und schaue einfach, was jetzt ansteht. Weil ich darf mit ihm in die Reha. Ich begleite ihn nicht nur, sondern ich darf auch anpacken. So, eigentlich müssen wir schnell einen Kaffee holen. Ich habe einfach so ein tolles Ritual mit meinem Physiotherapeut. Immer einer von beiden bringt Kaffee mit. Okay, sollen wir Kaffee bringen heute? Willst du Kaffee holen? Ja. Ja, okay. Dort gibt es Kaffee. Dann mache ich mich schon mal in Therapie und du kümmerst dich um. Ui! Kaffee mit alles? Cappuccino! Sie hat das 3 Jahre lang umgekehrt und hat sie gefunden. Wir sind 3 Jahre umgekehrt und haben sie jetzt gefunden. Dürfen wir überhaupt Kaffee konsumieren? Ja. Hallo. Wir schon. Ich bin Gülscha. Ich bin der Matthias. Hallo. Hallo Matthias, sehr erfreut. Du hast gerade den Fuß vom Hitze in der Hand. Und bald den Kaffee, den mein Kameramann gezahlt hat. Oh je. Danke, Kameramann. Hallo Matthias. Wollen Sie das abstellen? Kaffee ist eigentlich noch an. So. Ich habe die Socken schon gesehen. Wo passen sie zu deiner Hose da? Ah ja, voll gut schon. Hast du gedacht, ja? Ja, jetzt aber. Ja. Die Hitze ist schon gelähmt von hier. Das heisst, er hat überhaupt kein Gefühl. Also könntest du jetzt... Hast du den Film gesehen? Beste Freunde. Entuschabel. Entuschabel, ja, habe ich gesehen. So ähnlich, also wenn man jetzt irgendeinen Tee oder den Kaffee darüber leeren würde, würde er es nicht spüren. Ja. Er hat wahrscheinlich deutlich mehr Spastik, weil er irgendwie natürlich reagiert. Aber er merkt es nicht und Muskeln hat er auch nicht. Aber versuch mal, sein Bein zu bewegen. Es ist mega schwer. Aha. Ein Bein ist mega schwer. Ja, und wie schwer ist das Bein? Sein Bein ist nicht so schwer. Aber es ist doch schon was. Die ganze Muskulatur. Aber gleich, weißt, es ist so. Aber wenn du es jetzt biegst, ist es natürlich extrem, hat einen ziemlichen Tonus. Ja. Und das ist seine Spass. Ah, das heisst, die Muskeln die ziehen sich so zusammen? Ja. Und drücken wie so dagegen drücken noch? Die drücken dagegen. Ja. Manchmal zuckt es so richtig, dass du aufpassen musst, dass du nicht sein Knie ins Gesicht bekommst. Okay. Mir ist die Spastik vor allem gefährlich, wenn es mir irgendwie fast aus dem Rollstuhl schießt oder so. Oder wenn ich so, das ist ja unkontrolliert, wenn sich meine Beine aufstrecken und dann gerade in eine Wand reintatschen. Und dann kann ich mir natürlich den Fuß brechen oder das Bein brechen oder so. Aber ich habe beim Arbeiten auch manchmal relativ nervig. Wenn ich so Bauchspastik habe, dann kann es mich so vorne runterlitzen. Und dann haut es mich einfach so auf den Arbeitstisch. Und das ist dann so. Guten Morgen. Krass, Daddy. Ja, haben das alle, die im Rollstuhl oder so querschnittsgelähmt sind? Ja, ganz genau. Okay. Du musst dir vorstellen, es wäre jetzt wie, wenn ich dir auf Watte setzen würde und du musst ausbalancieren, aber du hast Muskeln und die Hitze hat sie nicht. Der macht alles mit dem Kopf, mit den Muskeln von hier aufwärts, die er hat. Ich muss euch unbedingt die Einlagen vom Hitze zeigen, weil die ist extrem männlich. Eigentlich haben das nur 6- bis 8-jährige Mädchen, finden so Erdbeereinlagen toll. Und unser Hitze. Also zum einfach mal noch alle Stereotypen, um da klar zu machen. Es gibt Menschen, die in diesem Raum sind, die eine Kamera in der Hand haben, die sich gefragt haben, durch die Hitze. Also, weißt du, wegen seiner Anliegen. Also, steht der auf Männer oder auf Frauen? Ich so, Lüscher. Und ich so, Lüscher, ich würde das genau so zitieren. Jawohl, Lüscher. Und ich weiss, dass der Hitze ein grosser Flirty ist. Ein Flirty? Ja, also ich glaube, du liebst. Sie erzählen es jetzt mehr, in dem Fall. Ich soll es dir erzählen? Mhm. Lüscher, ich stand auf Frauen. Muss ich mir keine Hoffnung machen? Nein, du bist doch schon heiß, aber... Nein, ich stehe auch auf Frauen. Wir können ja zusammen Frauen aufreißen. Genau. Da haben wir auch Spass miteinander. Mhm. Willst du mal haben? Ich habe Angst. Hä, willst du mal die Hitze haben? Ich habe Angst, aber... Willst du mal die Hitze haben? Im schlimmsten Fall
könnte die Gülschan mir nicht gut heben und dann würde es mir einfach irgendwo am Boden tatschen oder so. Oder ich habe die Bauchspastung und dann kommt er vorne ab und dann gebe ich der Gülschan einen Kopfnuss. Dann haben wir beide die Nase auf dem Kopf. Ich bin richtig nervös und nur schwitze. Ja, gut. Gülschan macht auch etwas? Ja, wirklich. Jetzt Gülschan kannst du langsam nach hinten setzen. Nein. Ich bin noch hinten. Ich bin da, hab's Becky. Achtung. Also etwas, was auch noch ist, was man nicht weiss, ist, darf man sagen, der Behinderte? Darf ich das sagen? Oder darf ich, also, sagt man das? Also wir haben eigentlich sogar angefangen im Kollegenkreis behindert als ein Wort, ein Synonym zu nutzen für geil. Okay. Hey, das ist voll geil behindert Auto und so. Weil für mich ist es so, wenn du behindert als ganz schlimmes Wort nimmst, dann sorgst du ja selber dafür, dass es mega schlimm ist. Aber es ist eigentlich scheißegal. Also, ob jetzt ein Mensch eine Behinderung hat oder nicht, das ist ein Mensch. Und sowieso Behinderung, was ist schon eine Behinderung? In meinen Augen soll es Verhinderung heißen, weil ich bin verhindert zu laufen. Wenn du etwas viel getrunken hast, wenn du etwas beschwitzt bist, ist es für dich wie für mich, um nachher zu Hause zu kommen? Oder ist es also, dass viel gefährlicher? Ich weiß und einfach irgendwann daheim im Bett gemacht. Jo. Ich weiß nicht. Was ist das? Betrunken ist grundsätzlich ein bisschen gefährlich. Im Rollstuhl ist halt eher einfach das Kippen, wenn ich dann. wenn ich besoffen bin und irgendwie gross will, weiß auch nicht was, kippen und Steigen drauf und so, das ist dann ein bisschen gefährlich. Aber sonst ist, wenn man seinen Rollstuhl im Griff hat und besoffen ist, dann hat man meistens auch dennoch den Rollstuhl im Griff. Ich bin erst daheim aufgewacht und habe nicht mehr gewusst, wie ich nach Hause bin und mir ist es noch gut gegangen. Also habe ich das irgendwie geschafft. Krass, oder? Die Energie, die er hat und wie easy dass er mit allem umgeht. Ich weiß nicht, wirst du auch so mit dem umgehen? Ich vermutlich nicht. Ich wäre vermutlich dir, weil jeden Tag brüllen und sagen, wieso ich? Aber ich denke, weißt du, weil Hitzi, ist das tatsächlich so? Geht es dir wirklich so, dass dir einfach das egal ist und dass du alles so hinnimmst? Das finde ich raus beim Hitzi daheim. Die Kameralüscher hat gemeint, wenn ich oben im Gesicht bin für dich, kannst du reinjazzen. Was meinst du mit reinjazzen? Kannst du loslassen. Kann ich loslassen? Ja. Ich denke, dass du das meinst. Nächster Beitrag. Nächster Beitrag. Also wir sind jetzt bei dir zuhause. Du bist entspannt von der Reha. Und totally. Ich war schon mal bei dir zuhause. Ich kenne deine Wohnung so ein bisschen. Aber die zuhause, die kennt deine Wohnung noch gar nicht. Wir sind mitten in Basel, Downtown. Ja. Yeah. Und wir können jetzt zusammen deine Wohnung einfach quasi den Leuten noch mal zeigen. Du brauchst ja keinen Stuhl. Du ich brauche keinen Stuhl, du bist ja immer, ja. Aber die Stühle passen halt erstmal zu meinem pinken Sofa und zweitens mal, kann man die Höhe verstellen. Das heisst, jeder ist wieder individuell für kleine und große Menschen. Ja. Und sie haben Rollen dran, die Leute können mit mir umrollen. Wer sind deine Gäste? Meine Gäste sind alle möglichen, also hauptsächlich halt Kollegen und Kolleginnen, die das Wochenende vielleicht hier verbringen. Du bist hier ein Buddha und hier genau. Bist du religiös. Ja, ich habe sehr gerne Buddha und Buddhismus. Und das ist auch etwas, was mich extrem interessiert und ich mich viel damit beschäftigt. Aber ich sehe den Buddhismus nicht als Religion an sich, sondern für mich ist Buddhismus seine Lebensweisheiten. Und was im Buddhismus geht es für mich darum, dass wenn ich im Buddhismus entnehme, ist seine Weisheiten, wie man denken kann, dass es einem besser geht. Und so der entscheidende Moment nach meinem Unfall, wo ich sozusagen ja, wieder richtig angefangen habe, das Leben zu genießen, ist auch wirklich gesehen, nachdem ich mir noch ein Buch über Buddhismus gelesen habe und dort wieder von drei voll. Ich lebe jetzt auf den Moment. Bist du das? Das bin ich, ja. So mit Locken? Mit Locken und etwa 13 oder so. Ist das für dich etwas, tut dir das voll weh oder ist das für dich neutral? Wie kannst du umgehen mit dem? Wenn da das etwas ist eher hängt... kraftgebend. Das war eine geile Zeit. Mhm. Also, es stört mich. Es trifft mich jetzt nicht irgendwie negativ, dass ich traurig werde, wenn ich so fertig sehe, sondern ich habe eher Freude, wie geil das war. Das ist das Kästchen, das ich brauchen kann, weil da hat man so einen Teil drin, wo ich arbeiten kann. Ah, stimmt, das letztes Mal auch schon gesehen, stimmt. Ja, voll. Okay, ja. Dun, 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 dun. Ja, wir haben hier Soße, Margarine, Active Fit, da unten ganz viel Alkohol. Bist du ein kleiner Alkoholiker, Hitzi?
Nein, aber ich habe gerne Wein. Ja, und du hast noch Medikamente. Das sind THC-Tröpfchen. Ja, wo du verschrieben bekommst. Cannabis-Tinktur heisst das. Was ist das? Also Cannabis-Tinktur, THC. Cannabis-Tinktur, THC. Genau. Ja. Genau. Und das ist ein Medikament, halt, das gegeben wird gegen Spastik. Wir haben heute Morgen gelernt, was Spastik ist. Genau. Und es wirkt auch gegen Schmerzen. Ist das quasi so, wie wenn du eins kiffen würdest? Stimmt das? Ja, es ist ähnlich. Okay. Ich nehme das mal mit heim. Zum Schauen. Ja, gut. Dann kann ich noch einmal ein paar nehmen. Ja. 3x37. Ich komme noch filmen. Kommst du noch filmen? Ich muss nicht. Nein. Shall we go to the balcon oder zu dem Schlafzimmer? Wann willst du zuerst? Was willst du zuerst? Auf den Balkon. Auf den Balkon. Das ist dein riesengroßer Balkon. Genau. Und Balkonien. Verbringst du da viel Zeit? Ist das ein Teil von deinem... Sehr viel Zeit sogar. Also besonders im Sommer ist das eigentlich mein Hauptaufenthaltsplatz. Ich habe schon draußen geschlafen. Wirklich? Mhm. Crazy. Du bist von einem Balkon gehalten, actually. Genau. Actually. Vor 2-3 Jahren. Was ist das? Hausbesetzungsparty im alten Kinderspital. Also, Zeugnussage nach, bin ich dort an das Geländer gegangen und habe mich so anlehnen. An einem Balkon? Genau. Balkongeländer. Balkongeländer habe ich mich hinten anlehnen, also einem Banner, der dort aufgehängt war. Also, weißt du, so ein Tuch oder so. Ja. Und dann ist das aber gerissen und dann bin ich gerade so hinten abgegangen. Ja. Wie viel Stockwerk? 2, 3. 12 Meter sind es gewesen. Hätte das eigentlich zur Folge gehabt, dass du gar nicht mehr lebst? Also, grundsätzlich, wenn man so von 12 Meter auf Steinboden geht, lebt man nicht mehr. Einer deiner besten Freunde hat dich dazu gesehen liegen. Was hat er dir im Nachhinein erzählt, was dort für ein Film in seinem Kopf abgegangen ist? Ja, ganz viele herzige, traurige Sachen. Ja. Also ich muss sagen, ich bin echt froh, bin ich der, der dort runtergefallen ist und nicht ich der, der meinen besten Kollegen so gefunden hat. Wir haben vorher schon eine sehr, sehr starke, extrem gute Freundschaft gehabt. Mhm. Und jetzt ist es halt einfach noch über... Jetzt haben wir noch mehr Scheiß zusammen erlebt und kennen uns noch länger. Mhm. Und das jetzt einfach noch mehr gefestigt, würde ich sagen. Sind so Gedanken, wo du denkst, was wäre heute mit deinem besten Freund, mit deinem Job, mit, keine Ahnung, mit Freundinnen, mit Wohnung, wenn der Unfall nicht gewesen wäre? Habe ich auch noch nie gedacht. Wieso lässt du die Gedanken nicht zu? Hast du nicht das Gefühl, also, wie es nicht bringt? Macht man es nicht automatisch? Ich nicht. Also, es hat, ist wirklich mal ein anderer Rollstuhlfahrer zu mir und hat gesagt, hey, denkst du nicht an jeden Tag, war ich doch nur 5 Sekunden später aus dem Haus. Das ist eben das, was ich praktisches Denken nenne. Ja. All die Gedanken sind ja völlig verschwendet. Du verschwendet die Energie. Es ist so, wie es ist. This is where the magic happens. Oh ja. Ich bin auch, wie gesagt, schon mal bei dir. Ich habe das runde Bett schon gesehen. Wieso hast du ein rundes Bett? Weil es einfach geil ist und man mehr Platz hat. Also, ich sitze auf deinem Bett, oder? So frech bin ich. Schön. Danke. Oh, das ist so... Oh, geile Matratze. Geil, das ist mega angenehm. Das Bett ist auf der Schiff. Das ist geil, ja. Das ist okay. Und da oben ist... Dann eben, das ist auch noch recht special. Nochmal ein Buddha und Sterne. Genau. Wo du vor dem Schlafen gehst, meditierst. Zum Beispiel. Oder wenn ich da sitze und denke, what the fuck, wieso, dann kann ich zum Buddha aufschauen. Und dann sagt er dir, entspann dich. Genau. Wie viele Frauen haben den Buddha schon gesehen? Ich habe mir das eher umgekehrt schon mal überlegt, wie viele Frauen hat er schon gesehen. Ich weiß nicht. Also jetzt, so. Wenn du keine genaue Zahl hast. Wie ist das? Wie ist das bei jemandem, der im Rollstuhl sitzt? Kannst du noch Sex haben? Oder was hast du noch für Gefühl, wenn du Sex hast? Also, kurz und knackig. Ich liebe Sex immer noch und Sex ist auch für mich immer noch schön, aber ich komme nicht. Mhm. Wie sieht es freundinnen-technisch aus? Hast du vor dem Unfall viel mehr Freundinnen gehabt? Oder hast du jetzt genau gleich viel Frauenverschleiß? Wie ist das? Es ist noch schwer so zu berechnen, weil ich mich in dieser Hinsicht schon ein bisschen geändert habe, so, dass ich ein bisschen vernünftiger bin. Und so die schnellen Sachen, die es so früher noch ein paar Mal gab im Ausgang,
die kommen nicht mehr so vor. Aber ich, also das war natürlich am Anfang eine grosse Sorge für mich, weil Hitze will jetzt überhaupt noch irgendeine Frau. Und? Da ich immer noch der gleiche bin und eigentlich auf Sitz anstatt Stand, ja, macht es eigentlich keinen grossen Unterschied. Also hast du schon mal eine Freundin gehabt in der Zeit, wo du jetzt nach dem Unfall? Nach dem Unfall, ja. Das schon. Zwei. Hoppla, hopp. Gut, da auch phasenweise rote Ohren gehabt bei diesem Schmuddeltalk. Das ist ja eigentlich easy unter Freunden bei einem Bier, aber gerade vor der Kamera. Aber die Hitze hat sich, glaube ich, okay wohlgefühlt. Und ich mich nicht die ganze Zeit. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir weiter und mit der Hitze arbeiten.